Wieder ein Stückchen näher am Weihnachtsfest. Darum machen wir heute bei Kochen mit Normi Engelsaugen. Klingt ein bisschen gruselig, ist aber lecker. Das Rezept hat nur 9 Schritte. Das schaffen wir bis zum Fest. Los geht's mit 240 Gramm Mehl. 240 Gramm. Ja, schon gekleckert, bevor es überhaupt losgeht. Oh, das reicht wohl nicht ganz. Noch ein bisschen. Jawohl, kommt in die Schüssel. Dazu 80 Gramm Puderzucker. Wo ist die 80? Da. Oha. Wieder so eine Restpackung. Sind das 80? Nö. Noch eine angebrochene. Sag mal, was ist das hier für ein Laden? Knapp. Muss ich aus meiner Streudose noch mischen. Ist das überhaupt Puderzucker? Ja. Oh, da kann ja jetzt Stunden dauern. Yay, 80 Gramm. Auch in die Schüssel. 3 Teelöffel Vanillezucker. Eins, zwei. Ja, toll, das ist ja praktisch die ganze Packung dann. 150 Gramm Butter. Ne, nicht so viel, muss exakt sein. Wieder so Kleckerreste. Werde ich heute mal meine ganzen Reste los. Und immer noch nicht 150. Jawohl, auch in die Schüssel. Das ist das Gute an diesem Rezept, dass man einfach nur alles in die Schüssel schmeißen muss. Als nächstes 2 Eier. Natürlich kommt nicht das ganze Ei in die Schüssel, sondern nur das Eigelb. Was heißt natürlich, ist so. Darum müssen wir die trennen. Gelungen. Ach, trennen habe ich gesagt. Oh meine Güte. Wie mache ich das jetzt? Gucken, ob ich das Eigelb zurückhalten kann. Ja, gerade noch mal so gerettet, ne? So, Ei Nummer 2, bisschen mehr konzentrieren diesmal, nicht so viel sabbeln. Eiweiß. Eigelb, vorbildlich getrennt. Kommt in die Schüssel. Dazu eine Zitronenschale, die mache ich heute mal aus der Tüte. Wenn ich die Tüte aufkriege. Jawohl. Und eine Prise Salz. Wieso ist eigentlich überall immer eine Prise Salz dabei? So. Kein Backpulver dabei. Naja, wenn es im Rezept so steht, dann wird das schon richtig sein. Dann kann ich jetzt verrühren. Staubschutz drauf, sonst habe ich nachher wieder die Hälfte an der Wand. Knethaken installieren. Oh, klappt das etwa auf Anhieb? Nee. Der gehört da rein. Das lerne ich auch nicht mehr. Los geht's. Irgendwie will sich das nicht vermengen. Sind das doch die falschen Knethaken? Wieder falsch. Oh. So. Nochmal versuchen. So. Nach einer Viertelstunde ist jetzt doch noch so eine Art Mürbeteig draus geworden. Der Teig kommt jetzt für 1,5 Stunden in den Kühlschrank. Anderthalb Stunden sind rum. Dann können wir jetzt das Backblech klar machen. Sehr schön. Backpapier. Gleich aus dem Kühlschrank. Und dann werden da so, oh, der ist fest. Werden da so kleine Kekskugeln mitgeformt.
Ist das so gut? Perfekt. Bisschen aus wie Marzipan. Schön wär's. Nummer 2 und Nummer 16. Ich habe da noch ein bisschen Teig übrig behalten, falls der erste Versuch misslingt, anbrennt, was weiß ich, dann kann ich, habe ich den Faden verloren, dann kann ich noch eine zweite Charge machen. Jetzt werde ich erstmal in meine zuvor gekugelten Teiglinge mit dem Kochlöffel Löcher machen für die Konfitüre-Füllung. Konfitüre, nicht Marmelade. Den Löffelstiel ein bisschen anmehlen, damit er nicht hängen bleibt nachher im Keks. Ist das so gut? Nicht ganz durchbohren. Ich habe natürlich durchgebohrt. Ist eigentlich falsch. Mann, ich mache das immer zu tief. Nochmal versuchen. Diesmal ein bisschen nicht ganz so brutal. Der ist auch gut. Fertig. Da ist jetzt Fingerspitzengefühl gefragt, die Marmelade in die Keksmulden rein zu expedieren, ohne alles überzukleckern. Fange ich mal links außen an. Kann ja wieder meinen Löffelstiel für nehmen. Ganz vorsichtig. Ja, sieht auch gut aus. Man kann auch eine Spritztülle nehmen. Aber ich denke mal, ein Löffelstiel geht genauso. So, ist doch perfekt geworden. Backofen auf 200 Grad, Ober- und Unterhitze. 200 Grad. Wunderbar. Ober- und Unterhitze ist das. Und wenn alles gut geht, wovon ich mal schwer ausgehe, sind in einer Viertelstunde unsere Weihnachtskekse fertig. So. Jetzt wären sie mir fast runtergeflogen. Aber nur fast. Mittlere Stufe. Ist das so richtig? Ja. Na, wie ist geworden? Oh. Vorsichtig anheben. Na, habe ich die wieder anbrennen lassen? Oh, gerade noch so im akzeptablen Bereich. Ein bisschen Puderzucker zum Dekorieren. Anrichten. Alles schwarz. Ey. Von oben sieht es ja gut aus. Ja, mal gucken, ob das trotz kleines Malheurs noch genießbar ist. Also die Marmelade, Konfitüre, ist schön eingetrocknet. Warum nimmt man keine Marmelade? Manche mögen das nicht, weil da so kleine Kernchen drin sind und dann sammeln die sich natürlich im Eintrocknungsvorgang auf dem Keks und im ist das nicht so beliebt. So, ich teste mal. Noch warm. Ja. Ist ein schöner Mürbeteigkeks. Lecker. Wenn ich angebrannt wäre unten, wäre wahrscheinlich noch einen Tacken besser. Das versuche ich mal mit meiner zweiten Charge gleich, dass ich die für einen Tick höher im Ofen mache, damit er von unten nicht so viel Hitze kriegt. Ansonsten genieße ich meine angebrannten Kekse und ihr macht auch was Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal. Na, schmeckt. Na, abgesehen von deinem Holzkohle-Style. Wie soll das heißen, Holzkohle-Style? Bloß weil die von unten ein bisschen gesunde Bräune haben, oder was? Ja, kannst du auch mal was unangebrannt? Klar kann ich das auch unangebrannt. Das kann ja jeder. Mach doch mal.